Ja, Leo Kranz, 34 Medaillen. Der Rekord von 2011 haben wir gebrochen. Hätten Sie das erwartet vor dem Kleinstaatenspiel? Nein, das war absolut nicht zu erwarten. Also so etwas kann niemand erwarten. Es wäre vermessen gewesen. Aber dass jetzt alles so sensationell aufgeht, ja, gibt es manchmal im Sport. Wenn man das Spiel miterlebt hat, live vor Ort, hat man gesehen, dass ein unglaublicher Teamgeist vorhanden war. Ist das auch ein bisschen ausschlaggebend für den Erfolg? Es ist meine absolute Überzeugung, dass es ein Schlüssel vom Erfolg ist, Teamgeist. Kleine Liechtenstein muss einfach immer alle Ressourcen zusammenbündeln, muss miteinander machen. Und dann mal ist das aufgegangen auf eine Art und Weise. Es ist eine Freundschaft von A bis Z, von jeder zu jedem, eine Unterstützung, auch in kritischen Situationen, die man auch hatte. Und das hat sich dann genau gezeigt im Weg. Die Sportler haben dann sich konzentrieren können und haben gewusst, die Unterstützung ist da. Ich glaube, das ist schon ein Schlüssel gesehen. Ja, Marli Sammann-Marxer, Sie haben die Athleten hier gerade empfangen in Schaan. Was haben Sie für einen Eindruck gekriegt von diesen super Leistungen? Ich bin natürlich überwältigt, ich bin stolz und ich bin dankbar, dass so eine Leistung möglich war, dass sie Vorbild sein kann für so viele junge Leute in unserem Land und dass sie sympathische Botschafter sind für unser Land. Die haben natürlich einen Auftritt in Luxemburg gehabt, nicht nur von den Leistungen her, auch vom Auftreten her, wo in positiver Erinnerung geblieben wird. Ja, Julia Hasler, 9 Medaillen, was bedeutet dir der Erfolg? Also ich habe riesen Freude damit, mir ist sehr gut gelaufen. Für mich war es ziemlich schwer zu einschätzen, wie es geht, weil ich dieses Jahr noch nie einen richtig guten Wettkampf hatte. Und jetzt ist für mich, also ich freue mich sehr über diese Medaille, weil ich eigentlich bei allen können Bestleistungen schwimmen konnte. Ihr habt Gold gewonnen, zusammen mit dem Manuel Gahr. Was bedeutet dir der Sieg? Das ist natürlich ein riesen Erfolg für mich. Ich habe mich mega darüber gefreut. Also nicht überhaupt nicht damit gerechnet kann. Jetzt natürlich nur noch stolz eigentlich.